Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zur letzten 2K-Folge vor der Sommerpause. Es wird wirklich Zeit. Also ich sitze auch hier, es hat gerade 35 Grad, ich schwitze mir schon einen ab, die Folge ist noch nicht mal losgegangen. Nein, und ich meine, mittlerweile ist auch jetzt 2K, der neue Teil, schon wieder 10 Monate auf dem Markt. Anfang September geht das dann schon wieder weiter mit 2K24. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir wissen mittlerweile, der Coverathlet ist Kobe Bryant. Wir wissen mittlerweile, es gibt Crossplay. Ob das dann so funktionieren wird, wie wir uns das alle vorstellen, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Genauso wie die Karriere. Ich werde auf jeden Fall reinschnuppern. Sollte die Karriere aber dann wieder so Züge annehmen, wo ich mir so denke, oh Gott, was für ein Blödsinn, dann behalte ich mir auch dieses Mal vor, das Ganze als Let's Play dann einfach abzubrechen und dann im Stream vielleicht fertig zu spielen, mich dann vielleicht ein bisschen mehr auf Online zu konzentrieren. MyNBA wird das sicherlich wiedergeben, genauso wie Rebuild Challenges, weil es macht einfach mit am meisten Spaß und da können sie auch fast am wenigsten kaputt machen, auch wenn hier ganz, ganz viel Potenzial da ist, um das Ganze eigentlich besser zu gestalten. Ja, wir machen als letzte Challenge, auch wenn ich vor ein paar Wochen erst die Celtics hatte, aber da habe ich ja Jaylen Brown weitergetradet. Den behalten wir heute und wir basteln den Porzingis-Trade nach und schauen mal, wie es da funktioniert. Also da haben wir dann eher eine andere Baustelle und zwar die Point Guard-Position, weil Derrick White, so viel kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen, wird das hier in 2K glaube ich nicht wuppen können. Und dann, ja, Grant Williams haben wir auch verloren. Eigentlich müsste ich den auch nachbauen, oder? Rein theoretisch. Ja, ja, mal gucken. Vielleicht behalte ich Grant Williams. Aber Al Horford wird nicht jünger. Also, wir haben schon ein bisschen was, was wir hier machen können. Und dann schauen wir, wie am Ende das Team aussieht. Und wir hoffentlich den Titel gewinnen. Gehen wir direkt rein. Ich meine, die Celtics sollten jedem bekannt sein. Wir werden die erste Saison jetzt einmal schnell durchbrettern. Dann baue ich den Porzingis, Marcus Smart, Tyus Jones Trade einmal ganz kurz nach und dann sind wir hier auch schon ready to go. Draft-Jahrgang lade ich mir den schnell runter. Ich weiß immer gar nicht, ob der von Jack Move auch wirklich der beste ist. So. Also, ich erinnere mich, habe ich nicht damals bei der, ich glaube bei der Jaylen Brown Challenge habe ich einfach durchsimuliert und ich glaube, wir haben den Titel gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Ja, also ich glaube, Jaylen Brown auf der 2, das werden wir jetzt auch in der kommenden Saison wieder häufiger erleben. Marcus Smart und Derrick White kommen von der Bank. Es ist eine 10-Mann-Rotation. Da mache ich mal eine 9-Mann-Rotation draus. Und dann ist unsere erste Aufgabe erstmal nichts anderes als durchzusimulieren. Und ich glaube, ich kann hier, muss ich mich schon um den Vertrag von Jaylen Brown kümmern? Nee, muss ich noch nicht. Okay, alles klar. Auch die anderen Verträge, das sieht alles noch gut aus. Wirklich bloß, ja, Grant Williams hat aber hier auch bloß einen 76. Also da überlege ich mir mal, was ich mit dem mache. Jetzt schauen wir mal, ob es wieder klappt. Gewinnen wir, ohne dass wir irgendwas tun, die Championship. Freunde, mir ist gerade Gott sei Dank noch was eingefallen. Und zwar, Porzingis hatte ja eine Player Option. Und wenn wir die Saison jetzt einfach durchsimulieren und der lehnt die höchstwahrscheinlich hier in 2K ab, dann ist der Unrestricted Free Agent und ich kann gar nichts machen. Das bedeutet, rein theoretisch, ich muss den Deal jetzt machen. Und dann ihm vielleicht auch einfach die Extension, die er mit den Celtics... wie mache ich das jetzt am besten? Ne? Ja, Bradley Beal ist ja mittlerweile auch nicht mehr bei den Wizards. Der ist ja mittlerweile wieder im Phoenix Suns. Wenn ich jetzt aber den Trade mache mit den Grizzlies, ich meine, Dylan Brooks ist auch nicht mehr dort. Jetzt, ich muss ganz kurz reinschauen, wie ich das am besten mache. Also Leute, ich habe jetzt gerade ein paar Minuten gebraucht, um das Ganze hier nachzubauen. Es ist nicht 1:1 original getreu, aber wir bekommen zumindest die drei Zielspieler, Marcus Smart, Porzingis und Tyus Jones, zu ihrer neuen Franchise. Also Marcus Smart zu den Memphis Grizzlies, Gallo und Muscala habe ich hier mit reingepackt. Die landen bei den Wizards, so wie es auch in echt passiert ist. Ich habe hier Goodwin und Todd mit integriert, weil ansonsten hätte es nicht geklappt von der Spieleranzahl her, weil die Wizards halt sonst irgendwann einfach zu viele Spieler gehabt hätten. Porzingis kommt natürlich rüber zu uns, zu den Boston Celtics und dann, ja, seht ihr hier, die Grizzlies geben ab Tyus Jones und zwei First-Round-Picks, genauso wie es auch in echt war, oder? Ja, ich glaube schon, die haben ihren eigenen First-Round-Pick abgegeben und den der Golden State Warriors.
Top 4 Protected. Genau. Also, das ist der Trade. Jetzt schauen wir mal, ob das so durchgehen würde. Ich habe mein Trade-Veto angemacht, falls es nicht klappen sollte. Illegaler Trade. Die Celtics liegen über der Gehaltsgrenze von 123. Eine Trade-Ausnahme zum Ausgleich der Differenz ist verfügbar. Ja, dann nehmen wir die Trade-Exception natürlich an. Es wurde abgelehnt. Wir erzwingen diesen Trade trotzdem. Jupp. Also, geht sicherlich vielleicht leichter. Kann man vielleicht auch schon im Vorhinein machen. Ich habe es jetzt einfach hier mittendrin gemacht und heiße Porzingis willkommen und werde ihm jetzt auch direkt hier in seinem Spielerprofil, ich gebe ihm einfach diese Extension, die er jetzt auch mit den Celtics unterschrieben hat. Dafür gehen wir einmal rüber in den Kader, gehen hier auf, das ist die Schnellauswahl, verwerfen, Spieler bearbeiten, genau. Und dann gehen wir auf den Vertrag und dann muss ich nochmal ganz kurz nachschauen, was die genauen Zahlen waren. Okay, dann hätten wir auch das erledigt. Das ist die letzte Saison quasi. Das ist die Player Option, die er ja gezogen hat. Ansonsten wäre der Trade gar nicht möglich gewesen. Und die Extension, die er unterschrieben hat, waren einmal 28,8 Millionen US-Dollar und dann 31,1 Millionen US-Dollar. Also insgesamt dann 2 Jahre 60 Millionen US-Dollar. So, ich glaube, jetzt habe ich fast das Gröbste hinter mir, ob wir jetzt mit diesem Team was gewinnen. Naja, du hast immer noch Brockton, Jaylen Brown, Jason Tatum, Porzingis, Robert Williams, Al Horford, Derek White von der Bank. Ja, also schlecht ist das Team jetzt definitiv nicht. Wir schauen mal, wie unsere Defense ist mit Porzingis auf der 4. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Läuft eigentlich der Vertrag von Al Horford aus oder habe ich da... Soll ich mich verklickt? Oder habe ich da noch ein Jahr... Auch da schaue ich einmal kurz rein. Al Horford. Nee, okay. Also der Vertrag, der droppt jetzt dann runter auf die 10 Millionen. Stimmt, genau richtig. Gut, jetzt können wir bis zum Ende durchsimulieren. Sorry Leute für ein bisschen dieses ganze Hin und Her. Bevor wir jetzt auf das große Finale zusteuern. Wir stehen bei 52-22, also wirklich sehr, sehr gut. Ihr seht, wir haben die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12 Spiele am Stück gewonnen. Schauen wir doch einmal kurz in die Spielerstats, was da so gerade eben abgeht. Und haben... Wir haben Jason Tatum mit 33,1 Punkten, also Topscorer. Wenig überraschend. Dahinter Jaylen Brown, das ist auch wenig überraschend. Und dann Porzingis mit 23,1 Punkten, 7,6 Rebounds, 1,9 Assists. Wie viele Blocks? 1,4. Aus dem Feld 50%. From Downtown 40%, das ist natürlich krass. Das ist richtig, richtig gut. Der nimmt 7,13er-Attempts. Wow. Mhm. Okay, also damit kann man definitiv arbeiten. Brockner hat die meisten Assists. Jetzt schauen wir noch in die Team-Stats, wie wir da dastehen. Und zwar haben wir die beste Offense und das mit einem ziemlich ordentlichen Abstand. Und wir haben eine... Defense, die im Mittelfeld rumeiert. Okay, aber anscheinend ist unsere Offense so gut, dass wir das bisher ziemlich gut ausbalancieren konnten. Wir gewinnen. Wäre jetzt krass, wegen einer Niederlage. Krass, wenn wir dann jetzt alle Spiele bis zum Ende hin gewonnen hätten. Ja, Luca als MVP. Walker Kessler, Rookie of the Year. Ben Simmons, Miles Turner, Şengün. Und Brent Snyder ist dann Coach of the Year. Hatten wir nicht auch 57-25? Also ganz knapp, dass Joe Mazzulla nicht Coach of the Year wurde. Play-in simulieren, wir müssen ran gegen die Bucks. Na, super toll. Ja, das ist natürlich das Duell, was du in der ersten Runde unbedingt haben möchtest. Ja, hier glaube ich, das passt alles. Ja, super. Also wenn natürlich jetzt hier Giannis die ganze Zeit gegen Porzingis spielt, dann... Habe ich da. Dann machen wir mal eine 8-Mann-Rotation. Also ich will nicht, dass Blake Griffin da jetzt großartig Minuten sieht. Und dann schauen wir, ob wir das überstehen. Drew Holiday, Joe Ingles, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo und Brook Lopez. Könnte sein, dass es in der ersten Runde direkt rausgeht. Nein, 4-2. Okay, erste Runde
überstanden. Jetzt müssen wir ran gegen die Bulls, gegen Lonzo Ball, Kobe White, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Vucevic. Kobe White hat verlängert, Vucevic hat verlängert. Lonzo Ball, wisst ihr alle, selber leider auch für die kommende Saison komplett raus. Die Bulls haben dafür die Disabled Player Exception bekommen. Also dürfen da quasi jetzt sich einen Spieler als Ersatz ranholen. 10 Millionen US-Dollar oder sowas im Dreh ist das. Auch da simuliere ich einmal die Runde. Und auch das gewinnen wir. 4-2. Jetzt müssen wir ran gegen die Sixers. Gegen James Harden, Tyrese Maxey, Tobias Harris, PJ Tucker und Embiid. Ja, mal gucken. Ein bisschen was wurde verändert. Auf der anderen Seite übrigens die Phoenix Suns gegen die Denver Nuggets. Und wir setzen uns durch. Und auf der anderen Seite die Denver Nuggets. Jokic ist der Conference Finals MVP und bei uns ist es Jason Tatum. Ich bin ehrlich zu euch, auch wenn die Miami Heat es sich natürlich verdient haben, in den Finals zu stehen. Ich glaube trotz allem, es wäre von der Intensität her das bessere Matchup gewesen, die Boston Celtics gegen die Denver Nuggets. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, ob ihr das genauso seht. Aber klar, natürlich, die Celtics waren sehr, sehr inkonstant. Aber ich glaube trotz allem, es wäre das geilere Duell gewesen. Okay, ja, dann schauen wir, ob wir jetzt im ersten Jahr das Ding direkt gewinnen. Die Nuggets gehen in Führung, wir gleichen aus. Wir gehen in Führung. Wir ziehen davon. Und gewinnen eventuell in einem Game 5. Offener Schlag. Oh nein, jetzt ziehen die Nuggets weg. Da kommen wir auch nicht mehr ran. Ah, schauen wir mal kurz rein. Tatum mit 34 und auf der anderen Seite Jamal Murray mit 36. Jokic aber auch mit 30. Das ist natürlich nicht so super toll. Game 6. Ja, jetzt ziehen wir davon und lassen die Nuggets wieder rankommen. Okay, jetzt machen wir es richtig spannend. Soll ich reingehen? Nein, es ist ja eigentlich noch nicht wirklich der Titel. Nein, gehen wir rein. Ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt in der Rebuild Challenge einmal den Titel gewinnen werde. Komm, wir gehen rein. Dann haben wir zumindest einmal Jason Tatum, Jaylen Brown, alle am Jubeln. Wir haben sogar den Inbound. Jetzt wahrscheinlich sowieso das Foul. Ja, genau. Gut, dass ich auch die letzten Wochen so viel 2K gespielt habe. Deswegen bin ich natürlich auch voll drinnen. Wie man gerade... Ich habe wirklich die letzten 2 Monate... Ich habe überhaupt nicht gespielt. Keinen Zentimeter. Aber das tut mir auch immer ganz gut. Ich habe dann einfach im September wieder richtig Bock. Also ja, 5... Da müsste jetzt so ein schneller Dreier kommen. Vielleicht schauen, dass wir jetzt hier... Ja. Und das war es. 3,7 Sekunden. Also wir gewinnen den Titel im ersten Jahr. Schauen jetzt natürlich dann, ob wir das wiederholen können mit Porzingis und ob ich mich vor allen Dingen im Backcourt noch ein klein wenig verbessern kann. Ob ich vielleicht noch einen besseren Point Guard bekomme. Ich habe am Anfang ja gesagt, ich glaube nicht, dass Derrick White das kann. Ich habe aber Brockton total vergessen, dass der das natürlich kann. So, dann schauen wir doch mal. Ja, es wäre schon wild. Also wenn Jaylen Brown, Jason Tatum und Porzingis dann den Titel gewinnen. Die Bank jubelt. Es wäre Tatum auf jeden Fall zu gönnen in seiner Karriere, dass er mal den Titel gewinnt. Ich habe immer Angst, hier zu drücken, weil ich da immer Angst habe, dass er die Finals-MVP-Übergabe auch überspringt. So, Leute, was glaubt ihr? Finals-MVP? Sicher denken jetzt alle Tatum. Und ich sag Porzingis. Ich sag Porzingis ist Finals-MVP. Lassen wir uns überraschen. Sehen wir gleich die 0 oder die 45? Nein. Wir sehen die 0. Es ist Jason Tatum.
Stellt euch das mal vor, die Celtics gehen in die Finals, gewinnen den Titel und Porzingis im ersten Jahr ist direkt Finals-MVP. Wäre für Tatum, also ich glaube, es wäre Tatum egal, aber trotz allem als Franchise-Player wäre es jetzt vielleicht nicht so ultimativ geil. Gut, also 28,8 Punkte, gute Quoten aus dem Feld, 8,5 Rebounds, 7 Assists, 2 Steals, also all around, alles mit dabei gewesen. Dann gehen wir rein in die nächste Saison. Spielerrücktritt. Ist jetzt nichts dabei, was ich unbedingt stoppen möchte. Liga-Meetings, Draft, Lottery. Gucken wir einmal kurz rein. Da sind wir irgendwo weiter vorne mit dabei. Wir sind an der 24. Das ist der Pick über die Grizzlies. Ansonsten vorne Hornets, Blazers. Die Warriors sind an der 3. Okay. Solange die. Nein, also die Hornets werden Wembanyama picken. Stellt euch mal noch bei den Dubs Wembanyama vor. Dann wäre wirklich alles komplett vorbei. Was will ich denn mit diesem? Den Pick an sich brauche ich eigentlich gar nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal hier zum Draft Combine und dann schaue ich mir den Kader an. Was können wir noch verbessern? Wir haben Brogdon. Jalen Brown, Derek White, das ist alles in Ordnung. Jason Tatum, Porzingis, Al Horford, Grant Williams, der kommt auf den freien Markt. Robert Williams, Blake Griffin. Wer wäre ein Point Guard, der für uns noch in Frage käme? Ich könnte natürlich. Nein, aber da müsste ich Jalen Brown abgeben. Ich hatte gerade Dame im Kopf, aber da müsste ich Brown schon wieder abgeben. Aber wer mir irgendwie gerade in den Kopf kommt, was ist denn eigentlich mit DeJounte Murray? Wenn ich ihn finde. Nee, der ist doch. Hallo, der müsste doch weiter oben sein. Ich bin wahrscheinlich schon vorbei. Ist der als Shooting Guard gelistet? Oder bin ich gerade einfach blind? Nee, ich bin nicht blind. Er ist als Shooting Guard gelistet. Porzingis, Jalen Brown. No way. Und die geben uns noch einen Pick obendrauf. Damn it. Das musst du ja eigentlich machen. Also nichts gegen Al Horford, aber der ist auch 37 Jahre alt. Ja. Okay. Let's go. Das hätte ich jetzt nicht. Also ich habe eigentlich gedacht, ich muss viel mehr abgeben. Und vor allen Dingen, ich bekomme noch einen Pick zurück. Also ganz, ganz wilde Geschichte. Gut, ich muss dann die DeJounte Murray natürlich logischerweise auf die 1 packen, aber das ist ja kein Problem. Jetzt machen wir hier kurz. Der geht sogar nach oben, wenn ich ihn auf die Point Guard Position verschiebe. Okay, ich habe mal 3 Angebote abgegeben. Für euch kleiner Überraschungseffekt. Alle haben angenommen. Also, Derrick Rose. Mögen wir, glaube ich, alle. Lieben wir alle. Najee Marshall, auch ein sehr, sehr geiler Spieler. Noch ein bisschen jünger. Und DeMarcus Cousins auf dem freien Markt, mit der da gerade eben so rumturnt, habe ich mir gedacht, warum sollte ich den nicht mitnehmen? Jetzt bin ich trotz allem noch nicht. Achso, das ist jetzt erstmal das Moratorium. Komm, gehen wir erstmal weiter, damit das eingetütet ist. Jupp, jetzt habe ich insgesamt 2, 4, 6, 8, 10 Spieler. Ja, ich habe sowieso kaum Kohle, die ich rausballern kann. Wenn ich jemanden mitnehmen würde, dann wäre es wohl tatsächlich noch Seth. Doch. Also, Seth Curry würde ich gerne mitnehmen. Danach kann ich dann, glaube ich, sowieso nicht mehr großartig viel anbieten. Ja, Minimum. Ja, okay, und Grant Williams halt noch, falls jemand anders ein Angebot abgeben sollte. Aber ansonsten sind wir eigentlich ziemlich fertig. Jason Tatum, Brown, Porzingis, DeJounte Murray, Robert Williams, Grant Williams und Najee Marshall gehen alle nach oben. Dann die ältere Fraktion geht ein bisschen nach unten. Ja, also seht ihr selber. Viel, viel grün. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also DeJounte Murray müsste eigentlich ziemlich gut reinpassen, aber das ist auch bloß meine persönliche Meinung, vielleicht passt es auch überhaupt nicht. Ziel ist jetzt auf jeden Fall erstmal Repeat und dann schauen wir, ob wir den dritten Titel auch holen können. Aber erstmal
Schritt für Schritt. Erstmal kurz unser Team genießen. DeJounte Murray, Jaylen Brown, Jason Tatum, Porzingis, Robert Williams und dann von der Bank Derrick White, Grant Williams und Najee Marshall. Ja, wir sind ein bisschen klein. Grant Williams ist auch nicht der Größte mit 1,98, aber ich habe ja auch noch... Ja, weiß ich gerade nicht, ob das so die optimale Rotation ist. Wir probieren es aber einfach mal. Mal schauen, wie es funktioniert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin auf jeden Fall schon wieder neugierig. Wie sieht's aus mit den Spielerstats? Gucken wir doch einmal kurz rein. Auch wenn sicherlich wieder Jaylen Brown und Jason Tatum da vorne mit dabei sind. Tatum 8. Boah, Alter, ist das... Ja, okay. Er hat weniger Punkte, weil eben jetzt auch noch DeJounte dazu kommt. Mit fast 22 Punkten. Du hast 4 Spieler, die dir über 20 Punkte geben. Das ist halt vollkommen krank. Tatum spielt mittlerweile auch 6,7 Assists. Also, ich wage jetzt mal die Behauptung, wir haben wieder die beste Offense. Aber sehr, sehr knapp. Vor den Cavs. Und wie sieht es mit der Defense aus? Wieder Mittelfeld, oder? Bisschen besser. Bisschen besser als im letzten Jahr. Okay. Also ziehen wir das Ding durch. Werden es 60 Siege? Ja oder nein? Noch 2 brauchen wir. Jupp, jupp. Jupp. 61-21. Embiid ist der MVP. Victor Wembanyama, Rookie of the Year. Ben Simmons, Sixth Man of the Year. Giannis ist Depoy. Tyler Hero, Most Improved. Und Doc Rivers ist Coach of the Year. Er holt tatsächlich nochmal 2 Siege mehr als ich. Was geht da denn ab? Play-in simulieren. Wir müssen ran gegen die Hornets und gegen Wemby. Jupp. LaMelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, Dorian Finney-Smith und Victor Wembanyama. Bei solchen Teams habe ich immer Angst zu sagen, wir sind der absolute Favorit, weil dann kommt wieder 2K ums Eck und denkt sich so, yo, dich schicken wir jetzt erstmal nach Hause. Es wäre sehr wild, wenn wir jetzt gegen die Hornets verlieren, ganz ehrlich. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Wir liegen 3-0 hinten. Ich habe gerade gedacht, wir kassieren wirklich einen Sweep. Und dann kommt der komplette Turnaround und wir gewinnen 4 Spiele in Folge. Aber das ist halt einfach nur so komplett unlogisch. Also, direkt abhaken. Es geht weiter gegen die Cavs, gegen Darius Garland, Donovan Mitchell, Okoro, Mobley und Allen. Sehr, sehr starkes Team. Da würde ich jetzt nicht behaupten, wir sind der klare Favorit. Da kann es auch sein, dass wir eventuell den kürzeren ziehen. 4-1. Okay, das war sehr, sehr souverän. Sixers brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal irgendwie vorstellen. Außer, dass auf der 4 kein PJ Tucker mehr unterwegs ist, sondern Gregory Jackson Jr. mit einer 71. Also Porzingis, da erwarte ich aber mindestens 30 Punkte in dieser Serie. Coaching, ja. Macht er irgendwie... Ja, okay, er verteilt die Minuten ein klein wenig um. Jaylen Brown bekommt mehr Minuten. Jo, auch hier 4-1. Jason Tatum ist der Eastern Conference Finals MVP. Und auf der anderen Seite Zion mit 24,3 Punkten und über 70% aus dem Feld. Das heißt, wir müssen ran gegen die Pelicans. Gegen CJ McCollum. Dyson Daniels, Brandon Ingram, Zion und Jonas Valanciunas. Sehr, sehr gutes Team. Ja, also gegen Zion darfst du nie sagen, jo, das gewinnen wir schon. Weil das meistens nicht so ist. 1-0. 1-1. 2-1. 2-2. 3-2. Komm schon, repeat. Ich will den zweiten Titel in Folge. Wir ziehen davon. Jupp, jupp, jupp. Das wird der Repeat. Machen wir nochmal Zeremonie oder nicht? Nee, oder? Welche neuen Spieler? Ja, DeJounte Murray, aber das ist ja langweilig. Das gibt dann jeder von euch. Nee, komm. Wir ziehen durch. Wir gewinnen den Titel. Jason Tatum ist Finals MVP. Wir können auch eine Jason Tatum Goat Challenge draus machen.
ja, wieder mit sehr, sehr starken Quoten aus dem Feld. 54% aus dem Feld, 47% von draußen. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum man die Freiwürfe da nicht mit dazu machen kann. 31,7 Punkte, 10 Rebounds, 6,7 Assists, also optimal. Und ich glaube, wir können eigentlich direkt so weitermachen. Gehen rein in den Draft. Wir haben einen Pick mit dabei über die Kings. Und wir landen an der 15. Ja, oder? Jazz, Thunder, Knicks, Rockets, Magic, Pacers, Spurs, Nuggets, Thunder, Kings, Bulls, Pelicans, Spurs, Timberwolves, Celtics. Jo. Ja gut, auch mit dem Pick kann ich wieder nicht großartig was anfangen. Hinten habe ich, glaube ich, gerade noch gesehen, wir haben den 30. Pick auch noch, oder? Ja, genau. Passt. Ja, was mache ich mit diesen beiden Picks? Auch die brauche ich natürlich nicht wirklich. Dann trade ich diese beiden Picks weiter an die Cavs, damit ich die zwei First-Round-Picks behalte. Was die Cavs damit machen, ist dann ihr Ding. Dann sind die Rookie-Verpflichtungen für uns wieder... Ja, zwei, nee. I'm sorry for you. Keine Kohle. Keine Kohle. Jetzt kommen nämlich unsere fetten Verlängerungen. Das, nope. Da könnte man überlegen, ja. Und auch da, ja, okay, bei den beiden geben wir das Qualifying Offer ab. Und jetzt gehen wir rein und müssen unbedingt schauen, dass wir Jaylen Brown halten. Und natürlich auch DeJounte. Ja, Grant Williams. Ist halt zu teuer. 12 Millionen ist einfach zu teuer. Beide stimmen zu. Ich rühre nichts an. Wir klicken einfach durch, damit dieses Thema vom Tisch ist. Jo, okay. Damit behalte ich nämlich zumindest meine Starting 5 zusammen. Ob das dann von der Bank reicht, das ist ein anderes Thema. Da sind wir jetzt natürlich sehr, sehr dünn aufgestellt. Stimmt schon. DeJounte Murray, Jaylen Brown, Jason Tatum, Porzingis, Robert Williams. Von der Bank, Derrick White, Seth Curry. Und jetzt muss ich schauen, was ich mache. Also ich nehme einmal Otto Porter Jr. mit. Und DeMarcus Cousins nehme ich auch wieder mit. Grant Williams ist immer noch da. Der will halt so viel Geld. Und er ist ja auch tatsächlich in der Realität jetzt nicht mehr bei ihnen. Deswegen versuche ich das mal auszublenden. Und gehe vielleicht mit Royce O'Neal, Reggie Bullock, sowas in der Richtung. Habe ich hier jemanden? Saric? Das ist zu teuer. Dwight Powell. Dann sind die Mavs ihn endlich los. Ja. Okay. Wir schauen kurz gemeinsam auf die Spielerentwicklung. Tatum bleibt auf seiner 97. Jaylen Brown, Porzingis, DeJounte Murray, Robert Williams gehen alle nochmal ein klein wenig nach oben. Ich habe Kendrick Williams jetzt noch mitgenommen in der Free Agency. Najee Marshall habe ich ganz vergessen. Der hatte ja ein Qualifying Offer von mir. Otto Porter Jr. ist klar. DeMarcus Cousins auch. Dwight Powell, Seth Curry. Das sind alles einfach nur Backups. Und jetzt großes Finale. Danach ist es auch durch. Gewinnen wir Titel Nummer 3 oder nicht? Und dann sind wir durch mit dieser Rebuild Challenge, die dann natürlich auch jetzt so nicht so schwierig war, ehrlich gesagt. Das passt. Jo, jetzt kommt halt Kendrick Williams von der Bank anstatt Grant Williams. Ist okay, gehen wir durch. Wir starten erstmal 9:1. Ich habe leider zu spät gedrückt, wollte eigentlich bei 9:0 Pause machen. Aber das sieht doch schon wieder ziemlich gut aus, Leute. Ich möchte zum Abschluss jetzt noch was Lustiges probieren. Und zwar Walker Kessler. Der ist ja auf seinem Rookie-Contract, hat aber schon eine 87. Und da ballere ich jetzt einfach Kendrick Williams rein und ein paar First-Round-Picks. Und die Jazz sagen ja. Weil dann kommt nämlich Walker Kessler einfach von der Bank. Derrick White, Najee Marshall und Walker Kessler noch so als Backup. Als Backup, damit wir auch sicher sind. Wahrscheinlich kollabiert jetzt mein Team. Es passiert ganz, ganz oft, wenn du tradest und reißt ein Team, was gut funktioniert. Wir stehen bei 29,9 auseinander, dass dann irgendwie gar nichts mehr geht. Aber ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt gerade drauf gekommen bin, aber ich hatte einfach Bock.
Und wir wollen natürlich auch im dritten Jahr einmal kurz reinschauen, was die Jungs so aufs Parkett zaubern. Spielerstats. Tatum wieder ganz vorne mit dabei. Und zwar mit 28,5 Punkten dahinter Jalen Brown, dahinter DeJounte Murray, dann Porzingis. Also es bleibt dabei. Vier Spieler mit über 20 im Durchschnitt. Und dann kommt mal noch von hinten ganz geschmeidig Walker Kessler, der übrigens mittlerweile zum Starter befördert wurde, mit einem Double-Double und auch noch 2,4 Blocks hinterher von der Bank. Ja, auch noch der Time Lord, auch mit 7 Punkten und 9,8 Rebounds und 2,2 Blocks. Es sieht gut aus. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und wir gewinnen 65 Spiele. Und es wird wieder Luka MVP. Alter, meine Güte. Aber dieses Mal ist Joe Mazzulla ja hoffentlich Coach of the Year. Ja, zumindest mal ein Titel für uns. Okay. Jason Tatum ist auch im All-NBA First Team. Auch das ist mal eine schöne Nachricht. Dann müssen wir ran gegen die Orlando Magic. Und zwar gegen Markelle Fultz, Jalen Suggs, Franz Wagner, Paolo Banchero und Wendell Carter Jr. Und ich erspare mir jeden Kommentar, nachdem wir gerade eben fast gegen die Hornets rausgeflogen wären in der ersten Runde. Genau deswegen. Also, das ist halt einfach was. Ich meine, MyNBA macht mit am meisten Spaß. Also mir zumindest persönlich. Aber das sind halt einfach so Dinger, wenn du das einfach nur rein von den Werten her gegeneinander aufwiegst, vom Overall, von der Zusammenstellung her, von der Superstar-Power, dann in keiner Simulation auf diesem Planeten verlierst du gegen die Orlando Magic in einer 7-Spiele-Serie. Zumindest jetzt noch nicht. Ja, leider ist es passiert. Die Blazers werden Champion und Scoot Henderson wird Finals MVP. Klar, warum auch nicht. Ja, Leute, hat leider nicht geklappt mit dem dritten Titel in Folge. Trotz allem war eine ganz coole Challenge, weil es auch einfach ziemlich locker war. Ich musste jetzt nicht irgendwie das komplette Team auseinanderreißen. Ich habe noch den DeJounte Murray mit dazu genommen. Walker Kessler am Ende so ein bisschen als Fun-Faktor. Und genau. Freunde, das war's. 2 Monate Pause, bevor es in der ersten Septemberwoche losgeht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Es geht sicherlich dann schon 2 Wochen früher los. Ich habe eventuell auch Early Access. Da darf ich noch nicht zu viel verraten. Aber sieht ganz gut aus, dass ich schon früher mal auf das Spiel schauen darf und blicken darf. Wir besprechen dann natürlich auch wieder die Spielerbewertungen. Auch wenn das immer, naja, ist halt ganz witzig. Die Spieler regen sich ja auch manchmal darüber auf, deswegen diskutiere ich das auch immer ganz gerne. Wenn ein Trailer rauskommt, auch da blicken wir gemeinsam drauf. Und ich hoffe, wir kriegen vielleicht noch irgendwie mehr Informationen zum Gameplay, zu dem Crossplay und so, wie die Karriere vielleicht auch aufgebaut ist. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Ja, also bei der Karriere gehe ich einfach wirklich mit null Erwartungen ran, weil du wurdest einfach in letzter Zeit immer enttäuscht. Ich hoffe, man konzentriert sich einfach wieder mehr auf Basketball. Ich brauche einfach keine riesengroße Stadt. Ich brauche nicht irgendwie 1 Million Sidequests. Ich brauche im Endeffekt einfach nur, ich will mein Spiel entwickeln. Ich will eine geile College-Saison. Und ich möchte mal wieder mehr mit den NBA-Superstars agieren. Also früher, ich weiß noch, in 2K16, 17 und so weiter, konntest du auch mal irgendwie mit Paul George, da war er noch bei den Pacers abhängen und golfen und irgendwie solche Geschichten. So, das sind irgendwie so Kleinigkeiten, das habe ich mehr gefeiert als dieses, ich werde diese Hasenszene in diesem, bei diesem Fotoshooting niemals vergessen. Das ist einfach nur so cringe gewesen. Freunde, ich danke euch vielmals, dass ihr mir treu geblieben bleibt, auch wenn in diesem Jahr sicherlich viel an 2K zu kritisieren war. Wir schauen uns gemeinsam 2K24 an. Und wenn es uns da nicht gefällt, dann machen wir einfach nur das, worauf wir auch Bock haben. Ansonsten, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Genießt das Wetter. Genießt die freie Zeit, falls ihr auch Urlaub haben solltet oder Ferien. Und dann sehen wir uns wieder Ende August, Anfang September zu NBA 2K24. Freunde, danke, bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.